Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein kleines Interview für euch. Wie ihr merkt, Crewmans ist leider heute wieder nicht dabei. Der hatte leider heute keine Zeit. Aber dafür mit dabei ist die liebe Rennziffer, der ist ja hier ein Content of Griefer Games. Hey, was geht? Hallo, na? Na, ich würde sagen, wir können eigentlich auch schon direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, was sind eigentlich deine Aufgaben im Griefer Games Team und wie bist du so ins Team gekommen? Oh, das sind ja gleich zwei Fragen. Was sind meine Aufgaben? Im Prinzip, ja, sich ein bisschen neue Inhalte ausdenken, zu gucken, was sind Fehler, ein bisschen auch aus der Community rauszuhören, was ist noch so gewünscht und versuchen, das alles umzusetzen, zu machen und zu tun, dass das hier dann auch immer spannend bleibt, was neu dazukommt. Wie bin ich ins Team gekommen? Ja, an sich so ein bisschen über Umwege. War halt früher bei Mindania und da hat es ganz gut gepasst. Ja, und dann durfte ich mal gucken, ob ich hier mich auch reinfinde. Und nach einer etwas längeren Probezeit habe ich es dann auch geschafft, hier vollwertiger Content zu sein. Okay, nice. Und du hast ja auch einen relativ kreativen Ingame-Namen. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, es ist im Prinzip eine Mischung aus meinem alten Spitznamen. Der ist Renny. Ja, so aus einer alten Lagerbranche. Renny räumt das Lager auf und sowas. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere die Werbung. Und dadurch, dass ich früher viel Diablo und sowas gespielt habe, die Kombination mit Lucifer und dementsprechend Rennziffer. Okay, und spielst du eigentlich noch so normal auf Griefer Games oder hast du durch deine Arbeit jetzt kaum mehr Zeit? Es ist schwierig, es ist wenig geworden, aber ich versuche schon noch ein bisschen zu spielen. Aber es ist halt weniger geworden und wenn, dann halt meistens eher so ein bisschen on-stream. Okay. Und viele Spieler haben ja die Sorge, dass es kommt jetzt bald die neue Griefer Games 1.16 raus und da haben einige Spieler ja die Sorge, dass das so ein bisschen die 1.8 verdrängen wird. Wie siehst du das? Glaubst du, dadurch wird die 1.8 so ein bisschen untergehen oder nicht? Ja, untergehen glaube ich nicht. Dafür bringen wir gerade noch viel, viel, viel zu viel für die 1.8. Also wir sind ja fleißig dabei, momentan noch Updates rauszuhauen und. Die 1.16 ist ja auch noch nicht fertig. So. Und wir machen es ja auch bewusst, dass wir die CBs nicht updaten, sondern dass das denn wirklich alles schön ist. Okay, nice. Und wir haben auch wieder unsere Zuschauer gebeten, uns ein paar Fragen zu stellen. Und zwar fragt Lord Fliege, ob die Arbeit im Team, wenn man oft halt dieselben Dinge macht, nicht irgendwann langweilig wird und wie du so die Motivation bekommst, da halt weiter deine Arbeit zu machen. Ich glaube, alleine schon durch die Community hier ist es nie jeden Tag gleich. Also man selber als Spieler weiß, dass es ist hier jeden Tag irgendwie anders und entsprechend ist die Arbeit hier halt auch jeden Tag anders und wir gestalten den Server ja immer weiter. Entsprechend langweilig ist bei Weitem nicht. Ist viel zu tun, immer weiter voran, macht viel Spaß. Ja, nice. Und jetzt kommen wir auch schon zur vorletzten Frage und Johnny Silver 93 will wissen, ob du ingame mit irgendwelchen Extrarechten ausgestattet bist. Ja, ist ja die typische Frage. Also man darf da halt nichts zu sagen. Ne? Also Rechteauskunft gibt es leider nicht. Tut mir sehr leid. Schade. Naja, es hat uns bis jetzt fast noch keiner beantwortet. Aber ja, wir bleiben dran. Ich würde sagen, jetzt auch schon zur letzten Frage. Die betrifft mich auch ein bisschen und die werde ich tatsächlich auch aus irgendeinem Grund relativ oft im Stream gefragt. Und zwar fragen immer relativ viele, was eigentlich, ob sich noch was am Streamer-Rang ändern wird und ob der YouTuber-Rang jemals wieder zurückkommt dazu. Vielleicht noch ganz interessant, ich habe da auch mal eine Abstimmung gemacht im Community-Tab und mal gefragt, wie die Leute das derzeit so zum Streamer-Rang sehen, ob die das nervig finden, wenn ein Streamer halt die ganze Zeit so seinen Code ansagt. Und da haben nur, glaube ich, nur 10% oder 11% gesagt, dass sie das nicht nervig finden. Und ja, derzeit erreicht man den Rang ja nicht wirklich viel anders. Und die meisten, die den Rang jetzt haben, haben ihn ja nicht wirklich wegen der Reichweite, sondern weil sie viel streamen. Und es gibt ja jetzt für kleinere YouTuber auch nicht wirklich mehr eine Chance, den Rang zu bekommen. Und die Frage ist halt, ob da noch irgendwas gebracht wird für mittlere Streamer mit 30 bis 60 Zuschauern, die vielleicht normale Streamingzeiten haben, nicht halt ständig live sind und halt für YouTube, die vielleicht gar keine Streams machen. Ja, also das haben wir ja schon im Community Talk gesagt. Wir behalten das ganze Thema natürlich im Auge. Wir haben jetzt erstmal dieses neue System. Das wollen wir jetzt erstmal etablieren. Ich versuche mal diese ganzen verschachtelten Fragen zu beantworten. Das wollen wir jetzt natürlich erstmal etablieren. Da gehört natürlich auch mit zu, dass sich das Ganze, wie schimpft sich das, so ein bisschen einbürgert, dass es nicht mehr ist, dass man dauerhaft Verlosung machen muss, damit die Leute an den Code denken und all sowas.
sondern dass man das halt wirklich intus hat, nebenbei mit einzugeben, wenn mein YouTuber streamt oder wenn mein Twitch-Buddy streamt oder sowas, dass man das nebenbei mit eingibt. Das funktioniert auch nach und nach ganz gut. Das klappt eigentlich ganz gut. Bei dir habe ich auch schon ein paar Mal reingeschaut. Du hattest den Code leider aus, sonst hätte ich für dich auch Ja, mitgevotet. ist Aber das. Erstmal lassen wir das so ein bisschen anlaufen, gucken, ob da noch Kinderkrankheiten sind. Und den Rest behalten wir natürlich auch mit im Auge und beratschlagen dann. Nur von heute auf morgen geht es alles nicht. Und ich denke, alleine dadurch, dass jetzt schon mal dieses Streamer gekommen ist, hat sich, glaube ich, in diesem kompletten Creator-Bereich im Gegensatz zu früher jetzt schon massig viel bewegt. Und stehen bleiben tun wir hier sowieso nie. Das wird sich auch weiter noch bewegen. okay, also wenn ich richtig verstanden habe, wird es noch so ein bisschen beobachtet. Und was ist jetzt so mit den YouTubern, die vielleicht jetzt noch nicht wirklich eine Möglichkeit haben, einen Rang zu bekommen? Ja, weiter fleißig YouTube machen und irgendwas wird dann noch kommen. Also ich glaube nicht, dass es unser Ziel ist, jemand, der fleißig Werbung für uns macht und YouTube-Content ist nun mal Werbung, wird es nicht unser Ziel sein, dass die Leute nicht irgendwie belohnt werden. Also fleißig weitermachen und dann schauen wir einfach mal. Okay, dann bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt auf die Zukunft. Das war jetzt eigentlich auch schon so mit der letzten Frage. Wir machen, würde ich sagen, wie immer noch am Schluss vom Video einen kleinen Screenshot, so als kleine Erinnerung. Komm mal vielleicht hier nach hinten. Und wir haben hier kleiner Cube die ganze Zeit hier als kleines Secret hinten dabei. Da läuft die die Er ganze Zeit möchte rum. dabei sein. Ja, der möchte auch im Video mit dabei sein, ja. Ganz entspannt. Grüße ihn raus an dich, kleiner Cube. Und ja, das war es jetzt aber wirklich. Dann mit oh, sogar ein Beacon zu bekommen. Ja, Nice. läuft im Läuft Prinzip. einfach easy reich hier. Let's go. Nee, aber das war's jetzt wirklich mit dem Video. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Du machst ja auch Twitch, soweit ich weiß, oder? Ja, genau. Darf ich dreist sein? Ja. Je nachdem, wann dein Video kommt, am 25.07. mache ich noch einen fetten Geburtstagsstream und da wird es vielleicht das ein oder andere noch geben, was vielleicht ganz interessant zu gewinnen ist. Das hört sich auf jeden Fall nice an. Also checkt Renziff auf jeden Fall auf Twitch ab. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ihr könnt auch gerne hier ein Abo dalassen und ein Like, wenn ihr solche Videos öfters sehen wollt und euch das halt interessiert. Genau, und jetzt war es aber wirklich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Schaut bei Renzi vorbei und ciao. Tschüss. Tschüss.